So, hallo und herzlich willkommen. Heute will ich mal meinen Senf zu Forza Horizon 3 dazugeben. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich eine kleine Spielsession aufgenommen mit Shadowplay von Nvidia. Also relativ verlustfrei. Das heißt, es liegt nicht an Shadowplay, dass die Framerate zu niedrig ist. Und genau darauf will ich auch raus. Die Framerate ist einfach verdammt niedrig. Vor allen Dingen halt in der Stadt. Das ist jetzt auch die erste Aufnahme. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wieso. Man sieht an der linken Seite mit dem neuen River Tuner. Ich weiß nicht genau, welche Version es ist, auf jeden Fall die neueste Beta. Kann man runterladen unter River Tuner. Kann man jetzt auch in Forza Horizon anzeigen lassen, wie die Framerate ist, beziehungsweise die einzelnen Daten. Ihr seht, ich spiele auf Ultra in Full HD mit 60 FPS. Sollten es zumindest eigentlich sein. Und ganz oben links sieht man, wie stark die Grafikkarte genutzt wird. Und sie ist noch bei weitem nicht am Anschlag und ich habe relativ niedrige Frameraten. Zusätzlich kommt Stuttering hinzu, also Ruckeln, welches normalerweise VRAM oder RAM bedingt ist. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie es hier dazu kommt, weil selbst wenn ich die Einstellung, hier hat man es jetzt zum Beispiel stark gesehen, selbst wenn ich die Einstellung komplett runterdrehe, also auch Texturen und dergleichen mehr, klar, dann ist die RAM-Nutzung deutlich niedriger und auch die VRAM-Nutzung deutlich niedriger. Ich habe allerdings keine Ahnung, an was es liegt, weil dann ist die Framerate zwar ein bisschen höher, allerdings nur marginal und das Ruckeln ist weiterhin da. Die RAM-Belastung ist momentan bei 7,7 oder 7,8 GB. Höher läuft es auch im Normalfall nicht. Und wenn ich dann ins Outback rausfahre, was man gleich sehen wird, also in die Wüste und dergleichen, dort ist die Framerate besser, also deutlich besser, deutlich weniger Ruckeln. Und die RAM-Nutzung geht runter. Man könnte jetzt sagen, okay, das eine hat was mit dem anderen zu tun. In dem Fall glaube ich persönlich nicht dran, denn selbst wenn ich die Einstellung komplett runterdrehe, wie gesagt, bleibt es weiterhin eine Vollkatastrophe. Wenn man es auf 30 FPS capt, zumindest bei mir liegt es so, ich habe keine Ahnung, wieso es bei mir so ist, ist es ein wahnsinnig hoher Input-Lag. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Das heißt, man kann kein Rennspiel spielen. Es liegt nicht nur an den 30 FPS. Klar, 60 FPS sind... besser zu steuern, aber auch mit 30 FPS muss es einfach funktionieren. Tut es allerdings nicht, ich habe keine Ahnung wieso. Niedrige Frameraten, wie gesagt, kommt hinzu. Texturen und RAM. Klar, RAM-Nutzung jetzt außerhalb deutlich niedriger, das ist klar, in der Stadt muss sie höher sein. Oder ist im Normalfall höher, weil die Texturen einfach vorhanden sind. Aber auch da sehe ich es nicht, wenn ich die Details komplett runterstelle. 720p ist es weiterhin ein Ruckelfestival, vor allen Dingen in der Stadt. Und ist eine Vollkatastrophe. Wie gesagt, im Outback ist es in Ordnung. Sehr gut spielbar innerhalb der Stadt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich frage auch euch, also wenn ihr eine Idee habt oder wisst, wie man das lösen kann. Ich weiß es persönlich nicht. Ich habe schon versucht, CPU 0 und dergleichen zu deaktivieren. Priority Settings auf niedrig zu stellen. Bringt alles bei mir gar nichts. Ich spiele es jetzt in dem Fall. Ich habe es auch ausprobiert ohne. Hier in dem Fall ist es mit Spielmodus von Windows 10 vom Creators Update, welches vor kurzem herausgekommen ist. Das löst ein bisschen das Problem mit dem ersten CPU-Kern, also der ist nicht mehr auf 100%. Allerdings bringt es insgesamt nicht allzu viel. Also im Outback ist es weniger Rückeln. Allerdings man sieht, die CPU ist nahe 72600 ohne K. Trotzdem, es läuft nicht gut.